Leute, was geht ab? Heute will ich euch die App Ballblast vorstellen. Ich habe mir einen neuen YouTube-Kanal gemacht mit dem Namen Supertrends. Ich werde euch jetzt immer wieder mal ein paar coole Apps vorstellen oder einfach mal auch die Funktionsweisen hinter den Apps erklären. Auf jeden Fall, heute geht es um das Spiel Ballblast. Wie ihr seht, 4,4 Sterne Bewertung, also sehr gut. Hier zu der Vorschau. Wie ihr seht, ist da eine Kanone, die irgendwelche Kugeln abknallt mit bestimmten Zahlen drauf. Das heißt, ihr müsst da diese Kugeln quasi zerstören und wenn diese Kugel auf euch fällt, dann verliert ihr. Also richtig simpel eigentlich. Und ja, wenn ihr eine Kugel zerstört, dann teilt die sich in zwei und dadurch habt ihr natürlich ein höheres Risiko, getroffen zu werden. Auf jeden Fall ist es so, dass dann auch Münzen daraus fallen. Und diese Münzen könnt ihr dann benutzen, um euch abzugraden, um eure Kugelgeschwindigkeit und eure Schussgeschwindigkeit zu erhöhen, eure Kugelstärke zu erhöhen. Oder einfach offline Geld zu verdienen. Das heißt, ihr müsst dann nicht spielen, ihr verdient dann im Schlaf ein bisschen Geld oder einfach den Verdienst zu erhöhen. So, ich bin da schon etwas weiter in diesem Game. Das Spiel ist von Voodoo. Und wie ihr sehen könnt, bin ich auf Level 134. Ganz kurz oben links ist ein Einstellungsbutton. Ja, hier könnt ihr quasi einmal lautstellen bei dem Lautsprecher, dann bei dem Ton genauso, also beim Ton die Musik ausstellen, anstellen, ne? Vibration könnt ihr für euch nutzen, dann Benachrichtigungen anmachen oder ausstellen. Ich schalte die immer aus, weil ich das nicht brauche. Und genau, dann habt ihr hier noch Sprachauswahl und AGBs. So. Der nächste Punkt wäre das Land, wo ihr spielen könnt. Ist halt nur so eine Designsache. Das kann man einstellen, wie man selbst am liebsten möchte. Wir nehmen mal die chinesische Mauer. Und ja, dann kann man hier quasi noch was mit Diamanten kaufen. Das ist quasi die Diamanten, das ist so eine Extra-Währung, so eine Bonus-Währung, Pay-to-Win-Währung oder man kann halt so ein paar Diamanten auch gewinnen. Aber was halt auch cool ist, du kannst die Kanone selber upgraden. Also so die Standardkanone wäre halt die hier. Und ich habe mir diesen Panzer hier für Diamanten gekauft. Mein nächstes Ziel wird dieser coole Panzer hier zu sein, also der höchste direkt. Aber ja, wie gesagt, ich bin auch schon ein Stück weiter in dem Spiel. So, hier die Punkte mit den Upgrades, die ich von am Anfang erklärt habe. Mit der Feuergeschwindigkeit, Feuerkraft, Münzen und Offline-Verdienste. Also, ich würde jetzt erstmal die Münzen upgraden, weil dann verdiene ich natürlich auch mehr. Und ja, was nervig bei dem Spiel ist, dass halt immer wieder so Leute. Ich schaue jetzt gerade mal. Ich zeig euch einfach mal, wie es jetzt abläuft, wenn man selbst spielt. So, auf jeden Fall kommen dann so Kugeln auf einen zu. Diese gilt es auszuweichen. Dann gibt es braune Fragezeichen. Hier so ein zum Beispiel. Da kommen Superfähigkeiten. Damit kann man, also die sollen einen unterstützen, besser durch das Level hier zu kommen. Hier das Geld natürlich nicht vergessen einzusammeln. Geld schadet nicht. Genau, an diesem Level bin ich schon etwas länger dran. Ich hoffe, es der Totenkopf da am Level bedeutet, dass das nächste Level ein Boss-Level ist. Also, dann gibt es halt einen Spezialgegner. Den würde ich euch auch gern zeigen, aber erstmal muss ich das Level irgendwie schaffen. Das wäre echt cool, wenn ich euch das mal irgendwie vorstellen kann.
Taktik ist, zuerst die kleinen und dann die großen. Und das Ganze ist halt so ein mega hartes Geschicklichkeitsgame. Also es ist am Anfang, kommt es einem einfach vor, aber es ist alles andere als einfach, wie man sehen kann. Ja, das waren dann auch zu viel auf einmal. So, nächster Versuch. Genau. Also, ich empfehle euch immer erst die kleinen zu zerstören, dann zum nächstgrößeren rüber zu gehen, weil die teilen sich ja immer in zwei. Und ein guter Punkt, sich zu verstecken, ist immer die Ecke, linke Ecke oder rechte Ecke. Aber es kann auch sein, dass die Kugeln auch dorthin kommen. Also das ist kein sicherer Punkt, es ist nur ein taktisch kluger Punkt, sich zu verstecken. Genau, hier jetzt gerade bin ich ein Geist, also ich kann nichts töten. Aber die Fähigkeit hört jetzt auch auf, also. Diese Tricks. Boah, das war knapp, auf jeden. So. Jetzt versuchen die Kleinen erst zu zerstören, bevor ich das nächste größere aufmache. Oh, oh, oh. Ist das auch ein bisschen Glückssache. Natürlich Skills sind auch gefragt, selbstverständlich, aber auch natürlich ein bisschen Glück, das ist nicht ohne. Und es wird halt echt nicht langweilig, das kann ich euch garantieren. Also Level, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn die jetzt nicht mit einem Schlag nicht überfordern, dann sieht es doch ganz gut aus für mich, hier durchzukommen. Genau, erstmal hier jetzt die größere Kugel zerstören, weil. Boah, das war knapp. Oh ne, jetzt haben die noch eine Kugel reingebracht. Jetzt wird's tricky. Scheiße. Noch ein Versuch. Um dieses Dreckslevel noch zu schaffen. Ding ist, ich bin schon ewig an diesem Level hier dran. Komme nicht voran. So, jetzt versuchen wir mal erst die Kleinen zu zerstören. Genau. Und anschließend. Boah, jetzt habe ich ein Problem. Hier sind bisschen zu viele Kugeln. Also es kann auch sein, dass in einem Spiel halt mega viel von diesen braunen Fragezeichen kommen. Die kommen einem nur gut und erhöhen einem die Chance, dieses Level zu schaffen. Wieder braunes Fragezeichen, das ist ein Geist, das ist immer gut. Testen. Kleiner Tipp, letzte Kugel, das ist schon mal geil. Geisterfähigkeit, immer schön aufpassen, dass die immer jederzeit weg sein kann.
wenn da kein Auge drauf wirft, dann kann es auch sein, dass man einfach zerschmettert wird von der Kugel. Und man denkt, dass man eigentlich unbesiegbar für den Moment noch war. Das war knapp. Jetzt bloß nicht unkonzentriert werden. Genau. Ich denke, ich habe das Level jetzt noch geschafft. Ich bin jetzt auch ewig dran gewesen. Hab es mir verdient, aber jetzt bloß die Konzentration nicht verlieren. Es ist jetzt mega einfach, der letzte Schritt. Nur es ist halt eine Konzentrationssache. Wenn du jetzt trotzdem irgendwie nicht aufpasst, dann bist du am Arsch. Nie zu früh freuen. Immer Fokus, das ist halt das Geile auch an dem Game, weil sich Geduld, Philipp und Geduld. So, jetzt zeige ich euch einen Bosskampf in dem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das erste Video gefallen. Ich habe jetzt auch eine Zusatzkanone bekommen. Abonniert den Kanal, schreibt euer Kommentar drunter, bei welchem Level ihr seid, ob ihr irgendwo Probleme hattet, was ihr für den Hintergrund gerne benutzt. Und ja, wir bei Supertrans werden euch jetzt demnächst immer wieder solche Let's Plays von coolen Apps hochladen. Ich möchte auch noch PS4 Let's Plays jetzt demnächst starten. Eventuell auch noch über den PC. Also, es wird auf jeden Fall auf euch zukommen. Abonniert den Kanal und verpasst nichts. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt dran und probiert das.